hinter mir im Gleisbett befinden sich vier Aktivisten, die sich fest mit den Gleisen verbunden haben. Die Gruppe, die das organisiert hat, also wir, sind ein loser Zusammenschluss von Personen aus unterschiedlichen Spektren, unter anderem auch aus dem Bandstand ansässigen Widerstand, aber auch bestehend aus überregionalen Personen. Die Aktion hier findet statt unter dem Motto Atomwirtschaft abschalten, Kapitalismus entlagern. Wir betrachten Atomwirtschaft als nur eine Hochrisikotechnologie, die betrieben wird, weil Profitinteressen über die Interessen von Menschen gestellt werden. Wir sind Mitglieder der bäuerlichen Notgemeinschaft und haben uns einfallen lassen, wie man möglichst lange die Strecke blockieren kann. Und dazu haben wir eine Pyramide gebaut, die doppelt ist und die auf die Schienen gebracht. Und seit 9 Stunden sind wir in Gange und versuchen, das Ding wegzukriegen. Und bislang haben sie es nicht geschafft. Und es sieht auch nicht so aus, als wenn sie es in Kürze schaffen werden. Wir sind zu Hause hier im Gebiet Gorleben und kämpfen seit 30 Jahren gegen diese Einlagerung von dem Atommüll. Inzwischen hat sich das auf jeden Fall verfestigt, dass der Kreisverband Gorleben auf keiner Weise geeignet ist, diesen Müll aufzunehmen. Und deswegen ist es, empfinden wir es unsere Aufgabe, uns dagegen stark zu machen. Wir sind die Generation, die jetzt da gefordert ist, und dazu wollen wir unseren Beitrag leisten. Bleiben Sie drüben. Wir sind friedlich. Ach, komm, mein Castor ist jetzt gerade durch Görde durch, seit 3 Minuten. Wir sitzen alle in Hitzacker auf den Schienen in der Nähe von der Freien Schule. Polizei steht am Rand, aber macht nicht wirklich was. Die Pyramide, ein paar hundert Meter weiter, gegen den Castor quasi, ist aufgegeben von der Polizei. Und die setzen jetzt auf Behandlung laut Castor-Ticker. Und hier ist gute Stimmung, Versorgung ist gut und es kommen immer mehr Menschen. Und durchkommen ist auch noch super. Thank you.